gesagt, ich warte auf Shitstorm oder sonst was. Moment. Nein. Das geht gar nicht. Hier werden wieder Frauen bevorzugt. Ich bin mit dem Innenscheiß überhaupt nicht mehr, machen auch nur Deutsche, Kanalbesucher, fertig. Ja, im Jahr 1990 waren es Kanalbesucher. War echt eine coole Story. Zu ihm komme ich hier noch. Absolut menschenverachtend, was er hier macht. Aber dafür muss ich mir Zeit nehmen, das ist eine andere Liga. Okay. Und dann hat man das Gefühl, es redet ein Kanackenweib. Wie bitte? Dass sie sicherlich, ich bin jetzt mal charmant, auch ist, weil... Auch da hörst du, da stimmen ja auch die Präpositionen nicht. Also, why? Der wird ja auch, ja, das Deutsch ist nicht einwandfrei. Bruh. Eine Oma neulich, wo ich mir denke, okay, dass die Fresse scheiße war, von der habe ich ja später gesehen, weil sie sah aus. Was? Vom Weiten wie so, ja, 30-Jährige von der Figur. Und dann hast du so eine Uraltfresse im Look von ich bin hässlich. Einer 30-Jährigen angezogen. Die Frage, muss man das dann, aber egal. Bruh. Du bist ein schwanzloses Arschloch. Das kannst du gerne machen, aber 5 Euro. Ja, ich möchte 5 Euro dafür haben. Wenn du meine Mami fixst, musst du auch bezahlen. Bist du witzig. Jetzt hat er aufgegeben. Sehr ich ja Frauen verachte teilweise. Ne? Warum? Ich hab ja mein Frauenbild ist ja nicht das Beste. Ich war ja verheiratet. Bruh. Da kommt ein Opfer, ein Radfahrer. Jetzt rennt hier einer im Dunkeln durch den Wald. Wenigstens ein Mann und keine dumme Frau. Aber das ist ein generelles Problem bei Frauen. Die denken einfach nicht weit genug. Ich will doch auch nicht. Was hast du gegen Schwule? Ich hab gar nicht gegen Schwule. Ich hab Knüppel, Handgranaten, Messer, ich hab alles gegen Schwule. Und du hast nichts? Und du hast nichts zu Hause, oder was? Ihr Fresse, nee, ne? Dumme Hartz-IV-Tante, ja, erklärt anderem Lowlife, wie die Welt funktioniert. Noch menschlich wirklich gut finde, also wirklich zutiefst verachte. Das ist vielleicht der halbe Italiener in mir, das Feuer in mir, ich kann das nicht. Das frisst mich auf, ich habe das jetzt ein paar Wochen versucht, es frisst mich auf, es muss raus. Das ist das italienische Blut, Alter. Das ist dieses heiße Blut. Wenn das zum Kochen kommt, Alter, dann geht's rund. Da hat so eine Zigeunertante, zumindest sah sie so aus, hat dann dieses Bobbika vor sich hergeschoben. So ein hässliches, fettes Kind, maximal 2 Jahre, saß auf dem Bobbika. Bitte unterstütz mich. Der provoziert mich doch jetzt absichtlich, Alter. Bitte spendet. Ich hab zwar kein Patreon, aber ihr könnt und warum machst du das? Ich sitze vielleicht hier wie eine Mettwurst, aber du sitzt hier wie eine allgemeine Wurst in der Pelle, Alter. Also ich krieg davon Augenkrebs. Ich muss weinen, weil der Roland hat gesagt, Alter, der Roland, der war ganz gemein zu mir. Der Roland hat gesagt, ich soll aufhören rumzuholen. Und es würde gar keinen Platz geben. Bruh. Spart euch einfach irgendwelche beschissenen Nachrichten mir zu schicken. Um mir ein schönes Leben zu wünschen, allein das ist schon eine Unverschämtheit. Danke wünsche ich mir auch und ich habe ein schönes Leben. Ich bin nicht mehr in scheiß Deutschland und lass mich verarschen von vorne bis hinten. Die Seite selbst zieht nach einer ziemlich billigen, HTML, würde ich jetzt noch nicht einmal sagen, obwohl es schaut übrigens so nach einer HTML-Seite aus. Gut gemeint, scheiße gemacht. Das ist A richtig und B falsch. Und ich sage tschüss, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen und schön, dass ihr dabei wart und wie gesagt, ich freue mich immer über Kommentare. Ich lese sie auch alle. Bis dann. Die Fresse, deabonniert mich und gut ist, weil eure Kommentare werden nie veröffentlicht
und auch der eine jetzt eben, ich finde dich gut, aber bitte nicht so oft. Was ist das für eine Scheißaussage? Bruh.